Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Voron-Agent, Rufzeichen Kestrel. Man hat ihn nach einer gemeinsamen Operation mit dem Third Echelon für tot erklärt. Bist ein ganz harter, was? Traust dich das nur wegen der Handschellen? Oh, Scheiße. Grim? Kestrel und Archer hatten einen Piloten dabei. Ich wollte nur wissen, ob's Cobain war. Das wäre geklärt. Okay, ich weiß. Wo liegt das Problem? Voron foltert seine eigenen Männer. War er ein Doppelagent? Keine Ahnung. Sagt ihr euren Piloten immer, was ihr vorhabt? Ich hab sie abgesetzt und das war's. Ich hab gedacht, sie wären tot. Wie lautete eure Mission? Verarsch uns nicht. Die wollten was bergen. Waffenfähige EMPs, mehr weiß ich nicht. Zurück mit ihm in die Zelle. Warte, hör zu. Kestrel und ich, wir haben einiges durchgemacht. Freunde, du? Ach, fick dich, Mann. Wenn einen eine Kugel so erwischt, behält man da was zurück? Ein Dachschaden? Überlebt er? Das werden wir noch sehen. Halt mich auf dem Laufenden, Fischer. Klingt, als hättet ihr einen tollen Fang gemacht, falls er aufwacht. Hat einer von euch Cobain was von Schüssen gesagt? Nein. Nein. Er wusste es. Ja, und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie ein kleines Ründchen. Let's play. Ach, ich wollte schon wieder together sagen, ey. Let's play Splinter Cell Blacklist mit Sam Fisher hier. Und das war ein Video von unserem letzten Koop-Gedönse. Das ist doof. Hätte ich das mal vorher gewusst, dass da noch ein Video kommt, hätte ich das noch dazu gedödelt. Wir haben die ersten paar Wörter verpasst, weil ich noch nicht auf den Aufnahme gedrückt habe, weil ich damit ja nicht gerechnet habe. Sondern warum der eine Typ jedes Mal als Geistertypi jedes Mal da stand, weiß ich auch nicht. Ich habe keinen blassen SRP benutzen. Okay. Hier. Ne? Was haben wir hier? Koop Solo, Koop Solo, Koop Solo. Das wollen wir alles zusammen mit ihm machen. Verlassene Mühle. Und im Dunkeln. Moskau-Russland Grenzkonflikt. Aber irgendwie kann ich die nie machen. Komischerweise. Naja, gehen wir jetzt erstmal zur verlassenen Mühle. Die Zielperson, Reza Nuri, ist ein bekannter Waffenschieber und Vermittler von Söldnern. Er beliefert alle, die sich seine Waren leisten können. Wir haben seine Dienste früher auch in Anspruch genommen, um gewisse Organisationen mit Material zu unterstützen. Nuri hat sich immer politische Neutralität bewahrt und war darauf bedacht, mit allen handeln zu können. Die Überwachung seiner Voice-over-IP-Adresse hat gezeigt, dass er seit 2 Jahren Geschäfte mit den Engineers macht. Diverse Zahlungseingänge auf seinen Auslandskonten bestätigen dies ebenfalls. Eindeutig Engineer-Aktivitäten. Wir glauben, dass Nuri nicht mehr vertrauenswürdig und jetzt ein Mitglied der Engineers ist. Er wird ohne Vorwarnung erschossen. Scheint ja keine guten Aussichten für den Nuri zu sein. Naja, Briefing starten. Lade da. Das Update von Vikos, das du wolltest. Danke. Wir müssen nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsch-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nuri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen. Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude? Ach du Scheiße. Die
Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Gute Arbeit, Grimm. Wir haben alle eine Verbindung zu Sadiq. Und untereinander. Das ist eine Schläferzelle. War eine. Sie wurde aktiviert. Was machen wir jetzt? Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir hacken MI5, mal sehen, was sie wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren, er gehörte zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in der verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst ihr helfen. Briggs. Bei der Arbeit. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Auf dem Weg. Oha. Enge Gänge in einem abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Trikopter mit, dann ersparst du dir ein paar Hinterhalte. Trikopter? Ist am Schlüssel. Nur denke ich nicht aus dem Haus. Bester Freund, der Trikopter. Verlassene Mühlen. Schleiche in eine Ingenieurzelle und finde heraus, wo Sadiq als nächstes... Was? Sadiq als nächstes plant. Aha! Oh, Gabel ist im Weg. Und des Momentos. Wacke, wacke, wacke. London. Uck. London. Uck. Guter Schuss, Briggs. Speicher auf. Bestätigt. Geh zu Position Bravo. Schön leise. Ist das ein Reh? Das ist ein Köter. Nähere mich der Mühle. Die Personen, die Nuris gestohlene Pässe benutzt haben, sind da drin. Wo ist der Köder hin? Da ist er. Sam, am Boden ist eine Menge los. Du solltest es über das Dach versuchen. Verstanden. Köder müsste erstmal weg. Des Weiteren habe ich da einen Scharfschützen. Sniper 1 checking in. Everything's clear. Everything's clear. Ingenieur haben also mit mehreren Sprachen zu tun. Boah, das war mehr als knapp, Alter. Komm. Töte mich, los! Das ist ja schlecht. Willst du mich da unten noch zerfleischen oder was? Ich glaube, ich spinne hier. Verrückter Mongo-Hund. Okay, das hatten wir schon. Bla bla bla. Das ist hier Köter. Wir machen's. Okay, die sind noch da. Piss dich, du Köter. Natürlich die falsche Waffe dabei. Wenn ich einen Sniper hätte, könnte ich den sofort ausschalten. Geh weiter, dummer Hund, geh weiter. Piss dich, Alter! Hat er gerade dahin geschissen, oder was? Ich nähere mich der Mühle. So, jetzt will ich die Personen, die Nuris gestohlene Pässe benutzt haben, sind da drin. Am Boden ist eine Menge los. Du solltest es über das Dach versuchen. Verstanden. Ich muss gucken, wo der Sniper-Pfeil jetzt hinzeigt. Wenn man hier vorbei huscht, da ist er.
kann ich mich nicht verstecken. Schön an der Mauer entlang schleichen, damit er uns nicht sieht, der Sniper. Dann gehen wir hier hoch. Sniper 1 checking in. Everything's clear. Taking the shot. Fresse da. Mann, das ist doch dumm. Dumm ist es. Ich sehe auch gar nichts. Hilft mir nicht ungemein wirklich. Gar nicht. Na ja, gut. Scheint ein Muster, wie ihr den töten. Nee, geht nicht anders. Hab ich jetzt gerne komplett ruhig gemacht. So, hoch mit dir. Alter. Geht doch. Warum ich nicht einfach nur hochdrücken muss, damit das macht. Hochziehen. Ich kann den A-Knopf tätigen, das ist so dumm. So, jetzt hier. Hoch. Mach schon, Sammy. Das macht keinen Sinn. Ist das eine Wache? Ne, jetzt ist keine Kamera. Ich hab die Idee. Dass ich denn. Alter, jetzt auf einmal musst du den Pfeil nach oben drücken, damit er hochgeht oder was? Grim, bin an der Fabrikmauer. Briggs, kannst du mich sehen? Und ob. Habe Position Bravo erreicht. Da kommt ein LKW raus. Anscheinend transportieren die irgendwas. Ach, verstanden. Sam, 12 Uhr. Alles okay? Guter Schuss. Danke. Seine alten Tage. Bin auf dem Dach. Ich sehe mir gerade alte Blaupausen an. Das war mal eine Getreidemühle. Im Nordflügel ist ein Lastenaufzug. Jetzt müssen wir uns um den Sniper hier kümmern. Ich kann mich nicht um den Sniper kümmern. Willst du mich verarschen jetzt? Das ist ein Riesenrad. Und es dreht sich. Toll. Okay, Wir kommen jetzt am unauffälligsten runter. Wahrscheinlich mit vielen Trompeten. In der Glaskapelle. Das ist immer der ruhigste und sicherste Weg. Fine, I'll take a look. Na los, komm. Wo ist dich immer quäle? Komm, noch ein Stückchen näher. Komm, noch ein Stückchen näher. Komm. Nothing out there but cold and wet. Anyway, you were saying. I'll make sure it's the big thing's close to your family. You don't need me complaining none. That's because you're too dumb to know you're screwed. Who's gonna come over the rooftops on a night like this?
If we do our jobs, no one. Now shut your gob and get back to it. Grenade, get down! Was war das denn jetzt? Ich sehe ihn! Was war das denn jetzt für eine Sinnlose Aktion? Ich wollte ihn markieren.